achter Tag in einer verborgenen Kammer dort zu sein, mir fehlt das Recht, fand ich zuletzt das Rad. Doch kann es sein, das Rad fand mich. What a night. I'm sore all over. Wow, 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 wow. Was für ein krasser Traum. Oder war es vielleicht doch keiner? Ja, jedenfalls herzlich willkommen damit im achten Tag von Gabriel Knight. Unserem frisch geborenen Schattenjäger, wie es aussieht. Ich hoffe, ich habe das mit dem Schnitt jetzt ganz gut hinbekommen noch. Ja, wir haben endlich mal eine Runde schlafen können hier. Damit wurde der Tag beendet. Ich habe mich schon gewundert, warum das... Oder ihr habt euch bestimmt auch schon gewundert, warum das mit dem Ritual nicht hingehauen hat. Da hat er solche Opfer dargebracht. Ja, und nun hat er die Schlange hier im Schlaf gesehen. Und seinen dunklen Schatten besiegt, mit dem Dolch niedergestreckt. Haben wir den noch? Ja. Die Schriftrolle nicht mehr und so weiter. This is the Jo. Ja, Mensch. Ne? Schattenjäger jetzt. Handsome, isn't he? Ne, du hättest ja mal was sagen können. Schattenjäger und so. It's the Ja, Mensch. Hast du dir schon genug ausgeruht hier? After the dream I had last night, I'm not sleeping in that bed again. Hat er nie nochmal Lust zu. Ja. Not übel. Ja, dann schauen wir doch einfach mal, was hier Auffälliges rumliegt. I don't believe it. It's the key from my dream. Ein Schlüssel im Traum? Habt ihr da einen Schlüssel gesehen? Ich meine, es war sehr aufschlussreich. Aber einen Schlüssel habe ich da jetzt, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe nur dieses Drachenvieh gesehen, das er nachher noch umgestochen hat. Einen schönen Dialog, ja. Drei Frauen, die ihn geliebt haben, wirklich geliebt haben, sprechen für ihn und dass er das Blut der Ritters in sich trägt. Ansonsten wäre er wohl ein Totalversager für den Job des Schattenjägers. Gereinigt wurde mit dem Feuer. There's a key on the small table. Ja, Mensch, fühlt sich das jetzt anders an? Irgendwie nicht. Aber den müssen wir bestimmt mitnehmen. Wenn der mal nicht hier in die Tür passt jetzt, da wir jetzt ein Schattenjäger sind, hat sich der Schlüssel aus unserem Traum hier manifestiert. Jawohl, ja. Gehen wir vielleicht nochmal kurz unten runter gucken, bevor wir hier in die schöne Tür gehen. Nochmal kurz mit Gerde gucken, ob der Staubsauger wieder in Ordnung ist. Fand ich ja auch zu gut. Mann, die schält immer noch Kartoffeln. Du meine Guten Güte. Guten Morgen, Herr Knight. I'm cooking your Frühstück. A good German breakfast. Please, feel at home. Oh, das ist ja toll. Was gibt's denn? Kartoffeln? Zum Frühstück? Ach, Gerdi. Gerdi is young and quite attractive. Potato. Potato. Tja, mal gucken, ob es Potatoes gibt. Vielleicht erzählst du uns das ja. Ne? Kaffee. Wir brauchen Kaffee auf jeden Fall. So, what do you do when you're not puttering around the castle? Every day I go to Riddlesburg to do the daily shopping and visit my friends. Ja, ne? Bringst du Kaffee mit nächstes Mal? Und wo ist denn unser Frühstück? Oder so, gehen wir erstmal, bist du noch nicht fertig, ne? Verdammt. Gabriel considers checking the echo in this. Wie, warte, nein, ich habe doch noch gar nicht geklickt. Can I ask you a few questions?
Yeah, of course. Yeah, of course. Frühstück. Ach, guck mal hier, der Schlüssel ist dazu gekommen. You wouldn't know anything about this key I found in Wolfgang's bedroom now, would you? Key? Why, no, Herr Knight, I cannot say that I do. Hm. Ja, weil der war auf einmal da. You wouldn't know anything about this key I found in Wolfgang's bedroom now, would you? Key? Why, no, Herr Knight, I cannot say that I do. Na Mensch. Na gut, dann mach mal weiter unser Frühstück. Ne? Wie den Kartoffel-Frühstücksquark oder so. Schauen wir nochmal kurz hier hinten, ob sich hier noch was geändert hat oder so. Nein. Steht der Pot steht immer noch da, ne? Sieht so aus. There's a chamber pot on the altar. The chamber pot contains salt and blood. Ja, müssen wir uns dann nochmal hier vielleicht hin... I did that yesterday and look what happened. Ja, da hast du recht, das reicht wohl. Nee, können wir denn den Pott wieder mitnehmen jetzt? The chamber pot is hardly a challenge. What is the best Gabriel can come up with at the moment? He decides to leave it on the altar. Ja, Mensch. Der Nachtpott auf dem Altar, ja... Lass ihn erstmal da. Ja gut, das ist wohl noch ein Überbleibsel von gestern, der Kommentar oder so, schätze ich mal. Na gut, dann gucken wir doch mal oben rein da in... Solange das Frühstück noch nicht fertig ist hier. Eine Zeitung gibt es diesmal auch nicht zu lesen. Nur weiterhin diese bescheuerte Musik hier anhören. Ja, das ist schon besser hier. Wenn die auch nur so andächtig ist. Ja. Na dann mal auf hier ins Vergnügen. Steht auf dem Schlüssel denn irgendwas drauf? Ne, der ist es nicht, ne? Das ist der von Mosley. The key. Ja, der sieht auch viel zu modern aus. Ja, das sieht auch schon viel ganz anders aus hier. The large brass key is ornately shaped and must weigh a pound at least. Ein Pfund. Also 250 Gramm. Ja, das ist ein ordentlicher Schlüssel, würde ich mal sagen. There's nothing written on the key. Nichts drauf geschrieben. There's nothing. Hm, naja gut. Dann nehmen wir den guten Schlüssel mal und ab in die Bügel. Fits. It fits. Yippie. Wow. Mal ein bisschen größer hätte sie sein können, ne? Hier. Wie war das? 1, 2, 3 Regale, 4 Regale. Und hier ein paar lose Bücher. Und hier wieder die... More colorful tapestry soften the stone walls here. Genau. Noch ein paar Wandteppiche. These texts are in German. These texts are in German. You really have to learn the language now. Ja. Wäre wohl nicht schlecht. So, ja, dann setzen wir uns hier immer kurz hin. Hier auf... Ist das ein... Benches accompany the library table. Ja. Die gehören hier offenbar hin. Können wir uns da mal schnell hinsetzen? With all these books around, Gabriel would have a hard time sitting still. Na gut, dann halt nicht. Ja, dann würde ich sagen, ne? Schauen wir uns hier das nächste Mal um. Ja. Denn hier haben wir bestimmt jetzt einiges zu lesen, schätze ich mal. Ja. Bis dahin macht's erstmal gut, ne? Schnappt euch ein gutes Buch und lest doch einfach mal was eine Runde. Jo, hallo, da bin ich wieder. Ja, ich habe leider kein gutes Buch gefunden selber. Und ja, da dachte ich mir, ich lese euch einfach mal was vor hier. Aus den reichhaltigen Fundus hier eines Schattenjägers. Meine Güte, ist die Musik gerade laut hier. Ja,
Ne? Weil ich habe, weil sonst wäre die Folge vielleicht auch ein bisschen kurz. Ja, schauen wir uns auch hier mal um. Übrigens habe ich das jetzt auch selber nochmal gesehen mit dem Schlüssel. Der kommt ja tatsächlich am Ende des Traumes oder des Ritualtraumes davor. Aber ich war wohl so mit dem Übergang, mit dem Schnitt irgendwie sowas, mit dem Tageswechsel beschäftigt im Kopf, dass ich das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Naja, ist ja auch egal. Ihr habt ja alles gesehen, was wichtig war. Ja, ne? Ich guck mal hier ein bisschen rum. Vielleicht blendet dann die Musik auch mal ein bisschen aus. Two tall, ja. Narrow windows provide daylight to the dank room. Ja, auch hier haben wir zwei kleine Fenster. Sehr hübsch. So, hier hatten wir die deutschen Bücher. Ja, das hatten wir ja schon. Die Bänke hatten wir auch, ne? Hier haben wir noch einen schicken Kerzenleuchter. Ja, for night reading. Liegt da noch was? Ein Holztisch. Ja, hier oben haben wir noch ein Wappen. An ancient shield hangs on the wall. Jo, was sagt uns dieses heraldische Meisterwerk? An ancient Nix. Können wir das runterholen da? Gabriel does not want to take that from the library. Na gut. Kann man das denn benutzen irgendwie? Gabriel cannot reach the shield. Ach, kann er auch gar nicht erreichen. Na ja, gut. Sag doch mal, wer bist du? Gabriel is alone in the library. Na gut, ja, dann verrat uns nicht, was da drauf ist. Wahrscheinlich eh nur ein Löwenkopf, ne? Oder irgendwie sowas. Na gut, was haben wir hier noch? Ist hier ein gutes Buch dabei? These texts are in German. You really have to learn the language now. Mhm. Ja, können wir uns davon eigentlich eins nehmen? Gabriel does not read German. At least not yet. At least not yet. Ach, er lernt noch Deutsch hier. Gabriel does not read. Ja, hoffentlich nicht vom Übersetzer. Tut mir leid, lieber Übersetzer, aber irgendwie. Naja. Na, größtenteils geht's ja. Ja, was haben wir denn? Wo wollen wir denn hier? Fangen wir mal hier an. Let's take a look. These shelves contain books and documents about the Ritter family. Journals, diaries, record books, deeds, something to peruse extensively when Gabriel has more time. Ach so, dafür haben wir keine Zeit. Okay, ist auch kein bestimmtes irgendwie dabei, ja? Nee, sie sagt ja auch in dem Regal. Wir testen trotzdem mal, wo wir eins nehmen. Although it probably won't shed any light on Wolfgang's whereabouts, Gabriel picks up a book from the Ritter section. The book is entitled Malleus Maleficarum, The Witch Hammer, dated 1486. It's a witch hunter's manual from the Inquisition. I'm not sure I'm really interested in knowing about some of my ancestors. Tja, ob das Inquisitatoren, oh Gott, was für ein Wort, ob die dabei eine Rolle gespielt haben? Gibt's noch mehr? Gabriel wouldn't know which history book to read. Nee? Although it probably won't shed any light on Wolfgang. Ist das jetzt das Gleiche? It looks like a old diary of the wife of Ritter Schattenjäger. Interesting. It seemed that her husband, one Freiling Ritter, had rescued this woman from the clutches of the Marquis de Sade himself. This family tree really goes way back. Vom Marquis de Sade. Okay. Martin Ritter. Wie müssen wir jetzt immer hier hinklicken, oder? The Ritter documents are fascinating, but Gabriel is determined to stay focused on the task at hand. Okay, da vielleicht? Gabriel wouldn't know. Hier noch? Although it probably won't shed any light on Wolfgang's. Na gut. The book is entitled. Ach, das wieder der.
Das ist wieder der Hexenhammer. Although it probably it looks like a very old eines diary Ritterschen of the wife of Schattenjägers. Schattenjäger. Ja gut, das hatten wir auch gerade. The Ritter di- Although it probably won't shed any light on Wolfgang's whereabouts, Gabriel picks up a book from the Ritter section. The book. Ach so, sure. Doch wieder der Hexenjäger. Hexenhammer. Although it, it this family. Na gut, da kommt kein neues gutes Buch bei raus. Na gut, dann gucken wir mal hier, ne? These shelves contain books on religions of all kinds. Gabriel peruses the titles with interest, but nothing jumps out at him. Nee? Auch Religion? Vielleicht ist da was über afrikanische. These shelves Gabriel handsome. Ach Gottchen, da ist er doch gar nicht mehr. Ja, ne, wir versuchen auch da mal was rauszugreifen. Gabriel would not know where to begin. Na. Ach Mensch, Gabriel. Gabriel doesn't need the cat. Gabriel does. Ja gut, die Kerzen brauchen wir auch nicht. Gabriel would not. Ne? Gabriel isn't interested in the science books. Wieso gehen jetzt auf einmal Science Books? Gehen wir mal zur Seite hier. Nee. Sonst stellt er sich wieder davor. Gabriel isn't interested in. Nee, okay. Gabriel. Ah, da unten sind dann wissenschaftliche Bücher. Gabriel would not know. Religion. Gabriel would. Gabriel. 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 Nee, da unten sind Gabriel aber. Gabriel ist. Wissenschaftliche Bücher. Na gut. Was haben wir hier dann so? This part of the library contains books on the occult, necromancy, witchcraft, demonology, lycanthropes. Research material any good Schattenjäger needs, Gabriel supposes. Ja, okay. This part of okay, auch in der Reihe. These shelves display books on geography. A title catches Gabriel's eye. People's Republic of Benin by Lowell Callie. Aha. Über die Volksrepublik Benin. Na, das ist doch prima. Da greifen wir gleich mal zu. Gucken wir hier noch. Och Gott, Mann, ey, das. Auch Geografie noch. Wie heißt das Wort? Lowell Callie. Callie. People's Republic of Benin by Lowell Callie. Callie. Naja. Auch Geografie. Alles, nur oben nicht, ja? This part okay. Na, wir gucken mal, ob wir da irgendwie was nehmen können. Although it probably isn't connected with the case at hand, Gabriel picks up an occult book. Jo. It's a book on lycanthropes, shapeshifters. The book claims that lycanthropy is not uncommon. Supposedly, there's been evidence of apparently normal human beings turning into various beasts throughout history, including some famous trials from the Middle Ages. Fascinating. Gabriel's made a few women turn into beasts himself. Tja, die Geschichten darüber sind bestimmt auch nicht schlecht. Aber die könnt ihr euch, ne? Nicht bei YouTube angucken. Aber bestimmt irgendeine andere Seite mit You. Ja, noch eins. Although it probably isn't connected with the case at hand, Gabriel picks up an occult book. Yep. There are many forms of vampirism. Oh, Vampirismus. One is associated with a blood disorder and is not supernatural. Another, also non-supernatural, is based on a form of insanity. Of supernatural vampirism, there are also several varieties, including inherited, communicative, and a vampirism used in black sorcery power drawing ritual. Then, too, there's always law school. Ja. Gibt allerhand Vampire auf dieser Welt, ja? Gibt's noch eins? These books are fascinating, but I'll have to hope I get time to read them all later. I don't see anything here that will help me with Tetelo.
Ach Mensch, schade. Ja, die ist wohl kein Vampir, wa? Wirklich nicht? Although it probably isn't connected with the case at hand, Gabriel picks up and it's a book on Lycan. Achso, hier geht's wieder von vorne los. Na gut. Aber hier das Benin-Buch, ne? Das willst du haben. Halt, ich hab doch die zweite Reihe geklickt. Gabriel pulls out the book. Ach, da unten ist es jetzt. People's Republic of Benin and scans through it. The People's Republic of Benin is an area of rich and diverse cultures and a proud heritage. Before slaving devastated many tribes, this area was populated by some of the oddest, fiercest, and most powerful tribes in tribal Africa. The Fans, the Dahomeys, and the terrible Agris. The book, The Primal One, by John Roots, provides insight into these fascinating cultures. Aha, die ersten von John Roots. Dem alten Wurzelschreiber. Ja. Okay, dafür gab es jetzt zumindest Punkte, ne? Ist doch schon mal gut. Da gibt's noch die Dahomeys und die Agri. Ja, davon haben wir ja schon gehört. Müssen wir nochmal zugreifen. Gabriel pulls out the book. Ach so. Da kommt's nochmal. Die Fonts waren da auch noch, genau. Ach, das gibt's dann wieder bei den Religions wahrscheinlich. Die waren hier, ne? Da gucken wir später noch rein. So, mehr können wir nicht. Wie, was denn? Achso, da kommen wir immer nur wieder das Gleiche. Na gut, dann gucken wir erstmal noch das andere Regal hier. There are books on sociology in this part of the library. Gabriel recognizes a title. Ach, guck mal. The Primal One by John Root. Da ist es ja gleich, das Gesuchte. There are books... Gabriel... Ja, in der ersten Reihe steht es gleich, das Buch, die ersten. There are books Gabriel read. Okay, da geht's auch noch darum. These shelves contain books on archaeology. Gabriel peruses the titles with interest. But nee. Nothing jumps out at him. Och, da gibt's bestimmt noch einiges. Alles noch Archäologie. These shelves contain Gabriel. Okay, wunderbar. Ja, dann schnappen wir uns erstmal hier das Buch von Roots. Gabriel takes down the primal ones and opens it. In contrast with the peaceful nomadic tribes of northern Africa, certain tribes of the southwest were vicious and xenophobic. This part of Africa is called the Red Basin area because of the vast amount of bloodshed that's occurred there over the centuries. In this one area of Africa existed in a perpetual state of war and raiding. Some of the most powerful and efficient fighters the world has ever seen. Why did this region inspire such violent behavior? To understand, one must look even further back. See Ancient Roots of Africa by Early Days. Early Days. Sehr gut. Ja, dieser Earl hat schon in sehr frühen Tagen mit dem Schreiben begonnen. Würde das jetzt übersetzt heißen. Sehr gut. Ja, finden wir das auch noch hier, das Buch. Gabriel takes that in contrast with the peaceful. Da gibt's nur das nochmal. Na prima. Ja, gab aber wieder Punkte. Ja, meine Güte, das wird ein richtiges Hin- und Herhangeln hier mit den Büchern irgendwie. Naja gut, das hatten wir ja schon befürchtet. Kann man hier unten noch was über... Gabriel wouldn't know where to start reading the archaeology books. Ach, Mensch. You've already... Schade eigentlich. Gabriel... Ach, da gibt's auch nochmal die ersten. Nee, lass Gabriel, mal. Gabriel... Ja, gehen Sie nochmal kurz ein Stück zur Seite hier. Kann man da wirklich nichts mehr rausnehmen? Bei den anderen hast du ja zumindest auch was geholt. Gabriel would... Gabriel would... Ach, da gibt's dann auch wieder... Gabriel take ja, gut. Hier noch... Gabriel, nee, alles das Gleiche. Ja, wo gibt's denn das noch? Wie heißt das? Wo geht's weiter? Die Wurzeln des heutigen Afrika. Von Early Days. So, ja, was war hier? Hier war Vampirismus, also Okkultsachen und... Ach du Jemine.
Gucken wir doch einmal nochmal hier. This part of genau, Okkultismus. Und was war hier unten? Geografie. Nee, aber hier war, hat man noch nichts Gescheites dabei, ne? These shells contain Gabriel Perus. Nicht? Handsome. Ach, jetzt steht er uns wieder im Weg. Gabriel. These shelves contain science books. Gabriel looks at the titles curiously, but they're all a bit too technical for his taste. Aha. These shelves, Gabriel Perus. Oder steht es vielleicht jetzt hier? Was war denn hier nochmal dabei? These shelves contain books, journals, something. Ach so, nee, das waren nur die... Oh, da ist noch was. Geschichtsbücher oben. Gabriel recognizes a title. Ancient Roots of Africa by Earl Lee Days. Ja, die passen jetzt da voll rein in die... Sonst alles über die Familie Ritter. Ist doch ein bisschen... Wer hat denn hier, ne? Wer erhält denn hier die Ordnung? Na komm, greifen wir uns mal das gute Stück. Gabriel removes ancient roots of Africa and browses through it. The ferocity of the tribes in the Red Basin region is traceable to their predecessors. In Egyptian time, 4000 to 2000 BC, this region was ruled by powerful sun worshippers. We know a little about this mysterious cult by the remnants of ruins far older and of a culture far more advanced than any that exist in Africa today. See Sun Worshippers by A. Curate. Akkurat, ja. Akkurate Sonnenanbeter. Ja, Mann. Da kann sich aber jemand glücklich schätzen, so viele Bücher zu haben. Vor allen Dingen wild verstreut hier. Wo wir das jetzt wieder finden? Gibt's hier noch irgendwas, was war? Nee. Gabriel Defero. We know a little. Na gut, mal gucken, wo wir das Sonnenanbeter-Ding finden. Das wird dann nur ja hier irgendwo wahrscheinlich sein. Da haben wir aber noch nichts rausgeholt, ne? A title catches Gabriel's eye. Na. Sun Worshippers by A. Curate. Na, guck mal an. Wunderbar. Das schnappen wir uns doch. You've already. Och, Mensch. Gabriel takes down Sun Worshippers and scans it. One of the earliest religious practices was that of sun worship. The most powerful cults of sun worshippers lived on the continent of Africa. The African sun god was violent and terrible, and so became his worshippers. They practiced a particularly bloody form of ritual sacrifice. Wie ist denn der? The homeland of this ancient cult is still considered a sacred site of power. See Ancient Digs of Africa by Professor Seymour Shards. Ja, Professor Seymour Shards. Eine Scherbe, Koryphäe seines Fachs. Wo finden wir das denn jetzt wieder? Hier waren doch noch wissenschaftliche Bücher, glaube ich, unten. Warte mal. Da? These shelves contain ja. Science books. Gabriel looks at the titles curiously. Doch nicht dabei? But they're all a bit too technical for his taste. Na, das müsste doch eine wissenschaftliche Abhandlung sein, oder? These shelves. Da haben wir die Sonnenanbeter. This part of the library contains books on the occult. Necromancy research. Ja, This part these shelves are titled. These are titled. Nee. Hier vielleicht. There are books on sociology. Gabriel recognized. Die ersten von John Roots, ja, das hatten wir schon. Ach hier, Archäologie war ja noch hier. These shelves contain books. Genau, Archäologie, da muss dabei sein, ne? Gabriel recognizes the title. Jawohl, ja. Ancient Digs of Africa by Professor Seymour Shards. Ja,
Sehe mehr Scherben. Ach, jetzt habe ich es auch kapiert. Okay. See more shards. Ja, ja, Scherben sieht man genug auf so einer, bei so einer Ausgrabung, ne? So, ja. Gabriel takes ancient digs of Africa and opens it. Eröffnet the most sogar. Fascinating archaeological site in Africa is the Great Snake Mound in the People's Republic of Benin, located 50 miles south of the capital in the Red Basin. Like the snake mounds of North America, the origin and meaning of these great mounds remains a mystery, though clearly they were the results of profound and urgent spiritual belief. Mm-hmm. Unlike other snake mounds, the African example is a double snake mound, a small snake ring within a larger snake ring. Mm-hmm. The mound is thought to have housed an ancient temple. Although archaeologists have explored the mound site, the interior remains largely unchanged from ancient times. This is partially mm-hmm. due to stringent government regulations and partially to local superstitions. The yeah. local people regard the mound with fear and will not go near it. A double snake ring? Mm-hmm. Gabriel flips furiously looking for a picture. Oh my God, it's a wheel within a wheel. Jawohl. Gabriel decides to hang on to the snake mound book. Was hat er noch gesagt zum Schluss? Sie? Ja, das war ja wohl aufschlussreich, das Ding. Das ist der Schlangenhügel. Ich kenne zwar in Nordamerika jetzt keinen und in Afrika auch nicht. Aber das soll irgendwo beim Roten Becken da sein. Und ist wie zwei Kreise ineinander angeordnet. Ja, das ruft ja Erinnerungen wach bei uns. Ob da Onkel Wolfgang vielleicht hin ist? Können wir uns das nochmal nehmen? Oder hat das jetzt eingesteckt, das Ding? Weil er hat ja gerade auch angeguckt, irgendwie da noch so eine Seite. Ach, da. Tatsächlich. Ist das das? Ancient Digs of Africa by Professor Ach so. Seymour Shard. Das hat sie wahrscheinlich zum Schluss noch gesagt, dass es eingesteckt hat. Na, dann gucken wir mal rein. Gabriel opens Ancient Digs of Africa. The most fascinating archaeological site in Africa is the Great Snake Mound in the People's Republic of Benin. In Benin. Located 50 miles south of the capital in the Ach so, Red 50 Basin. Meilen südlich der Hauptstadt. Like the snake mounds of North America, mhm. the origin and meaning of these great mounds, ja, da haben wir's unlike other snake mounds, the African... Ja, ist doch nochmal, ist das Gleiche. This is partially... Gabriel looks at the picture. Ja, again. Das wollte ich doch. Yeah, da haben wir es nochmal. Okay, was haben wir, sehen wir denn hier noch? The double ring's creepy, isn't it? Ach so, ich dachte den Text. Ach so, er hat's ja schon. The double ring snake mound in the People's Republic of Benin. Creepy, isn't it? Mhm. Ja, weiterführende Lektüre dazu gibt's ja jetzt offenbar auch nicht mehr. Ja, schaut doch einfach mal in eurer Bibliothek nach, ob es dieses Buch hier The gibt. Creepy, isn't it? Isn't he? Ja, ich schließe es mal eben kurz. Ne, dies, wie heißt es? Ausgrabung in Afrika von Professor Seymour Shards. Genau. Von Professor Seymour Shards. Ausgrabung in Afrika. Könnt ihr mal in eurer Bibliothek nachschauen, ob ihr da irgendwie sowas findet. Ne? Wir haben ja soweit hier alles gefunden, denke ich mal, was wir sollten. Vielleicht zeigen wir das Ganze nochmal der Gerde oder sowas. Ja, aber das soll jetzt erstmal genügen, denke ich mal. Ich gehe mal schon mal einen Schritt raus hier. Bäm. Ja, und damit sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Jo, bis dann und tschüss.